Moin Leute und willkommen zur neuen Folge von Microfitness 2. Heute geht's weiter. Leute, heute sind wir hier in der vierten Folge. Und ja, in der letzten Folge, da haben wir angefangen, diesen Hühnerstall hier zu bauen. Nämlich ja, Leute, die erste Quest zu machen. Und ja, ich habe dann das weitergebaut in der letzten Folge. Nur dann, ja Leute, wie gesagt, ihr habt es dann halt auch in der letzten Folge gesehen. Am Ende ist dann leider die Aufnahme abgekackt und man hat leider nicht gesehen, wie ich diesen Hühnerstall gebaut habe. Ich habe dann natürlich auch noch die erste Belohnung abgeholt und so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Ich glaube, das waren 5 Schwämme oder das war was anderes. Auf jeden Fall irgendwas, was halt jetzt hier drin ist, ne, war es dann. Und seitdem habe ich halt auch noch offscreen. Ich werde natürlich auch jetzt natürlich auch alle das ganze Gameplay werde ich euch natürlich auch noch in diesem Video einblenden. Nämlich, ja Leute, ich habe natürlich noch die zweite Quest gemacht, die dritte und die vierte. Und heute am Ende der Folge kümmern wir uns auch noch um die fünfte Quest. Farme 100 Eisenbarren und erschaffe einen Eisengolem. Ich werde euch jetzt mal einblenden, ja Leute, wie ich die 10 Ertrunkenen getötet habe. Ja Leute, es ist natürlich jetzt schon etwas länger her. Ich habe dann halt natürlich das Gameplay aufgenommen. Ja Leute, jetzt blende ich euch natürlich ein, wie ich diese 10 Ertrunkenen getötet habe. Ne? Die zweite Quest. Okay Leute, dann habe ich natürlich noch nach der zweiten Quest, habe ich natürlich dann auch noch die dritte gemacht. Nämlich ja, farme 32 Eichenholzstämme, ne. Das werde ich natürlich jetzt auch noch direkt ein, ne. Genau, und nach der dritten Quest kam natürlich dann auch noch die vierte Quest, nämlich töte 15 Fische, auch ganz easy, ne? Hier natürlich nochmal das Gameplay dazu. Und ja Leute, das war's dann auch, ne, mit den ganzen, ja, offscreen gemachten Quests, ne. Ich habe natürlich auch noch die ganzen Belohnungen abgeholt. Genau, und heute machen wir auf jeden Fall auch noch, ja Leute, beginnen wir auf jeden Fall die fünfte Quest. Und dann mache ich sie, glaube ich, auch noch in Form von Gameplay zu Ende. Aber wir schauen mal, ne, also farme 100 Eisenbarren und erschaffe einen Eisengolem. Darum wird sich heute gekümmert. Und ja, wie ihr natürlich auch schon seht, ne, ich habe schon länger nicht mehr aufgenommen. Also gespielt habe ich zwar schon natürlich weiter, ne. Aber ich habe schon länger nicht mehr aufgenommen. Ja, Leute, wie gesagt, hier seht ihr natürlich noch, also den Hühnerstall. Dann, ja, Leute, haben wir noch, wir drei haben noch unsere Teleporterstation gemacht, um an den Spawn uns zu teleportieren. Das zeige ich euch natürlich auch noch direkt. Dann, Leute, habe ich hier natürlich noch eine Treppe nach oben gebaut. Die ist natürlich noch nicht fertig, aber die nimmt natürlich langsam an Form an. Und unser Haus auch. Das Prinzip ist natürlich jetzt auch schon langsam da. Dieser Baum in der Mitte, auf dem man hochlaufen kann. Und halt unser Haus, ne. Ich habe schon alles innen drin ausgehöhlt. Nur jetzt muss ich das natürlich noch hochbauen. Und dann wieder so mit Erde, so natürlich wie möglich, das zu verschließen mit dem Berg und so. Also ihr werdet noch sehen, wie es sein wird, ne. Ich werde jetzt immer, jede Folge wird es immer weiter sein, ne. Also wird das Haus immer mehr an Form annehmen. Und dann, ja Leute, werdet ihr es natürlich auch sehen und so, ne. Es hat sich am Spawn sehr viel geändert, wie ihr natürlich seht. Hier sind erstmal unsere drei Teleporterstationen. Meins, Lux und Lolgurke. Aber ja, unser Spawn hat sich sehr krass geändert, ne. Und es wird sich auch noch sehr krass ändern. Wir müssen natürlich auch noch bald hier eine Bar bauen. Das bauen wir natürlich auch noch demnächst. Ich glaube sogar schon in der nächsten Folge beginnen wir auch damit, ne, eine Bar hier zu bauen im Anfangsdorf. Aber ja, das hat sich ja sehr viel verändert. Hier ist einfach, okay, ja, Happy Halloween, mein Freund. Mögen die Geister bei dir gerne Gnade walten lassen. Nun sag schönes, nun sag schon Süßes oder Saures. Nimm dir gerne die drei Süßigkeiten aus meinem Gruselbeutel. Also wenn du dich traust. Haha, ah ja, okay. Ach, können wir uns bedienen, ne? Okay, das machen wir dann gerne. Nehmen wir mal 8 Cookies, okay? Nehmen wir mal 8 Cookies. Dankeschön, vielen Dank. Ja, das habe ich vorhin kurz gesehen, als ich draufgekommen bin, aber ich habe es mir noch nicht ganz genau angeschaut. Auf jeden Fall, ja Leute, das ist wahrscheinlich von Luke oder Lolgurke.
Wir müssen nämlich, wir haben jetzt schon Questbuch Nummer 2 bekommen. Die Quest 11 bis 20 haben wir bekommen. Wir müssen das nur noch im Postamt abholen. Das machen wir auch noch, aber wir werden uns diese Quest noch nicht anschauen. Die werden wir uns erst anschauen, wenn wir mit den 10 ersten fertig sind. Gehen wir mal rein. Das ist auf jeden Fall so ein Dönerladen. Entspannt. Angebot. Döner 4,50. Bruder, wo leben wir? Was für Döner 4,50? Ey, also dieser Preis ist schon so... Also bei mir kostet ein Döner mindestens 7 Euro oder 8 Euro. 7 bis 8 Euro. 6 Euro gibt's auch nicht mehr. 6 Euro gab's vielleicht noch vor so einem Jahr, aber 6 Euro kriegst du auch nirgendwo mehr. Mm-mm. 6 Euro gibt's wirklich gar nicht mehr. Selbst nicht mal 6,50. Mindestens 7 Euro überall. Das ist wirklich... Das ist so traurig, ne? Aber cool, dass es hier so günstig ist, ne? Junge, okay, noch 5 Euro, ja, okay, okay. Ja, cool. Mit Käse kostet 50 Cent extra. Ah ja, okay. Ja, was ihr natürlich hier natürlich seht, hier ist natürlich auch alles umgestaltet für Halloween. Was hier natürlich auch alles dazugekommen ist, ne? Das ist krass. Wie gesagt, bald kommt noch meine Bar dazu. Wir suchen auch heute noch einen Spot dafür, wo ich meine Bar hinbauen werde. In der nächsten Folge bauen wir sie, ja. Dann ist hier die Schmelzerei, ne? Ja, Olafs Schmelzerei. Einfach Olaf Scholz. Was? Ich bin Olaf, ich komme aus Norwegen. Ich mag Steine. Ich mag schmelzen. Ich mag Steine zu schmelzen. Ah ja. Der Shop hat sich auch erweitert mit einem Halloween-Angebot. 3 Turbinen. Ah, vielleicht können wir uns hier direkt mal was holen, ne? Zombie-Pferd, Skelett-Pferd. Aber ich würde sagen, das Halloween-Angebot kann man sich eigentlich mal nehmen, oder? Sollen wir uns mal bedienen? Am Halloween-Angebot? Ich glaube, ein Zombie-Pferd ist ganz cool, oder? Was kostet das? 3 Turbinen. Genau, dann machen wir die Turbinen hier rein. 1, 2, 3. Und ja. Müssen sie schreddern. In der Lava. So, wir haben bezahlt. Genau, dann kommt noch hier so ein Park. Weiß auch nicht mal, wer von beiden das gebaut hat, den Park. Ich muss ja eine Bar bauen. Und die Bar, ich weiß halt echt nicht, wohin ich die bauen werde. Das Postamt. Hier ist Postmeister Ricardo. Ah ja. Sei gegrüßt, Fremder. Kennen wir uns? Tut mir leid, mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Ich komme aus einer weit entfernten Schnee-Einöde. Einöde? Die nur in Jahren erreicht werden könnte. Ich kann heute Leute wieder nicht lesen, ne? Ich glaube, ihr merkt's. Du fragst dich, was ich hier mache? Ich werde demnächst 95, ja moin. Und ich wollte mein Leben nicht nur an einem Ort verbringen, da die Rente nicht für Malle reicht, ist es nun eben dieses schöne Land geworden. Da ich 79 Jahre lang als Postmeister gearbeitet habe und ich nicht ohne Arbeit kann, habe ich mich entschlossen, meine Arbeit hier fortzusetzen. Ich hoffe auf ein gutes Miteinander. Ah ja, okay, genau, alles klar. Und Julius. Moin Meister, mein Name ist Julius. Ich arbeite hier für Herr Ricardo als Briefträger. Falls ein Brief also mal schnell ausgeliefert werden soll, verlass dich auf den Allerechten hier. Hier hinten befindet sich übrigens dein eigenes Postfach. Check es hin und wieder mal aus. Es könnte sich lohnen. Ach so, und wenn du einen leeren Brief brauchst, dann kannst du dir welche aus der Kiste hinter der Theke holen. Ich habe übrigens gehört, die bauen da oben Wohnungen ein. Wenn mir Herr Ricardo hier mal mein Gehalt auszahlen würde, könnte das eine Überlegung wert sein. Oh Mann, Alter. Ah, okay, aber das ist gut zu wissen. Okay, danke, danke, danke. Genau, in unser Postfach wurde Questbuch 2 reingelegt. Dieses Buch nehmen wir mal an uns, aber schauen uns das noch nicht an, sondern lagern es bei uns, ne? In unserem Inventar einfach. Und jetzt kümmern wir uns mal um die 5. Quest. Genau, aber erst muss ich natürlich alles ablagern, Leute. Wir haben so viel Müll in unserem Inventar. Das ist einfach heftig. Jetzt bauen wir natürlich noch eine Höhle, ne? Wo wir reingehen. Ja, aber jetzt geht's natürlich hier in die Höhle rein. Wir haben aber keine Fackeln. Geil, nur 7 Stück. Ich hoffe, ich finde Kohle. Ah, Lapis, Leute. Gerade eben davon gesprochen. Oh, immerhin Lapis, okay. Zwar kein Kohle, kein Eisen, aber... Lapis, ey, das ist natürlich schon mal auch noch mal heftiger, ne? Okay, Leute, wir haben unser erstes Eisen gefunden. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Also immerhin jetzt schon mal das erste Eisen gefunden, ne? Okay, es kann jetzt langsam losgehen, ne? Ich habe mich jetzt nur kurz noch ein bisschen weiter hochgegraben, ne? Ich gehe jetzt wieder auf Höhe 12, weil ich habe keinen Bock auf diese Minushöhen. Aber ja, unsere ersten 10 haben wir, ne? Ein Zehntel ist geschafft. Oh, eine Lush Cave. Danke. Oh mein Gott, ich habe... Leute, was... Was krass ist, ich habe nicht mal einmal in Spring eine gefunden. Und jetzt finde ich hier endlich eine. Oh mein Gott. So viele Grasblöcke oder Moosblöcke wie möglich mitnehmen. Ich brauche die auch alle. Okay, Leute. Hier ist sogar direkt schon Eisen. Okay. Hier ist direkt noch weiteres Eisen. Bauen noch mal ab. So. 12, 13, 14. Okay. 15, 16, 17. Oh, es geht sogar noch weiter. 18, 19, 20, 21. Okay, das ist gut. Hier 21. Also ungefähr 21 oder so, ne? 21 Eisen. Ah, okay, Leute. Und hier ist dann natürlich auch noch direkt mal Eisen. Ich habe gerade eben hier Kohle abgebaut. 21 haben wir jetzt.
Und das nächste Eisen hier an der Ecke. So, wie viel sind's? Wir haben jetzt 27. Okay. Okay, Leute. Und noch weiteres Eisen hier gerade hinter Lapis. Also Lapis haben wir auch richtig krass viel bekommen. Also krass, ne? In diesem Höhlentour halt. Also schon heftig, Lapis. Ne? Und noch weiteres Eisen. Okay, Leute. Und dann noch weiteres Eisen, ne? Also hier natürlich noch was gefunden. So. Und wir haben jetzt ungefähr 30, ne? Das heißt, ja, Leute, genau. Ich mache noch ungefähr, ich denke also ungefähr noch so bis 50. Und dann, ja, mache ich den Rest noch im eingeblendeten Gameplay, ne? Was ihr natürlich dann natürlich noch in der Folge sehen werdet. Okay, Leute, und hier ist dann noch weiteres Eisen hinter, also unter der Kohle. Wir sind jetzt schon bald Richtung 50. Also, ich glaube, okay, wenn wir das jetzt abbauen, haben wir sogar schon fast 50. Oder? Wir haben jetzt 46, ja, fast 50, okay, cool. Okay, Leute, und noch weiteres Eisen, endlich gefunden, ne? Mein Gott, jetzt, ja, dauert's echt schon lange, ne? Gut, aber ich glaube, genau, jetzt, ja, würde ich dann, glaube ich, sogar, da ist sogar noch weiteres, genau, diese Folge, da oben ist sogar noch weiteres, genau, wir bauen natürlich jetzt erstmal natürlich hier noch, den Rest ab, aber danach, ja, beende ich natürlich schon mal diese Folge und, genau, nachdem ich die Folge beendet habe, ja, Leute, seht ihr dann halt noch, das restliche Gameplay, wie wir noch die restlichen Eisenbarren halt abbauen, ne? Also die restlichen, die uns natürlich dann noch fehlen werden. Ihr werdet halt einfach noch Gameplay sehen, ne? Fehlt dann auch nicht mehr so viel. Ich meine, ja, wir haben jetzt hier auch natürlich noch einiges gefunden. 56 haben wir jetzt. Dann da oben gibt es noch welches. Also ein bisschen was. Und genau, in der nächsten Folge, ne? Also ich werde natürlich jetzt dann noch nach der Folge weiter offscreen weiterbauen. Mein Haus hoffentlich dann auch endlich mal so gut wie fertig dann auch kriegen, ne? Und dann, ja, in der nächsten Folge, da machen wir dann Quest 6, nämlich wir bauen dann die Bar. Ja, und schauen mal, wie sie dann werden wird, ne? Und schauen dann halt natürlich nochmal genau, wo wir sie dann halt auch natürlich noch genau hinbauen werden, ne? Mal schauen. Auf jeden Fall irgendwo im Anfangsdorf muss es ja sein. Das ist natürlich das Wichtigste. Hier ist sogar noch weiteres, okay. Also doch, es gibt schon echt noch einiges, okay. Okay, interessant. Na gut, Leute, dann ja, würde ich sagen, genau, das war's mit dieser Folge von Minecraft Wildnis 2. Ich muss noch kurz den Namen des Projekts überlegen. Ich wollte einfach wieder Minecraft Spring sagen, ne. Ja, das werde ich mir aber echt nie abgewöhnen gefühlt, ne. Ich sag irgendwie immer aus Versehen Minecraft Spring. Haut rein und dann bye bis zur nächsten Folge. Aber hier erstmal noch noch ein bisschen was an Eisen. So, dann ja, Leute, wie gesagt, kommen natürlich jetzt noch eingeblendet die restlichen Eisenstückchen, die uns natürlich noch fehlen, ne? Werde ich euch natürlich jetzt noch ein. Also, Leute, ja, haut rein, dann bye und bis zur nächsten Folge.